So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nether. Mit dabei die liebe Dabakasch. Hallöchen. Und der werte Herr Eifir. Hallo. Ja, und cool. Wir sind hier noch in der Safe Zone, müssen aber wohl gleich raus, weil wir sonst eine auf den Latz kriegen. Ja, das ist wirklich, also ich habe das einmal gehabt, dass ich irgendwie, weißt du, da habe ich das gar nicht mitgekriegt. Ich stand so, geht das schon los? Ja, ne? Nee, das sind die unten. Oh, oh. Ja. Eine Minute. Oh Gott, oh mein Gott, weißt. Ja, hab ich geil. Gar nicht so Unrecht gehabt, gell, dass wir gleich eine auf den Latz kriegen. Hört ich schon so richtig grunzen. Ja. Oh Gott, ey, bloß abhauen hier. Also das wollen wir wirklich nicht erleben. Ich habe das einmal, weißt du, da habe ich dann nicht geguckt. Weißt du, war so in meinem Marketplace und habe gecraftet und weißt, so wie ich halt bin. Ich bin halt so ein Träumerle vor dem Herrn. Mhm. So, und dann auf einmal geht es los, links und rechts und überall die Viecher und ich in voller Panik. Ich hatte das ganze Inventar halt voll Zeug, weil ich ja am Craften war, weißt. Oh Gott, war das eine Scheiße, ey, ich sag's dir. Okay, U-Bahn. U-Bahn ist cool hier. Das finde ich übrigens auch total grandios, dass man hier in den U-Bahn-Schacht rein kann. Die sind sehr cool. In der Kirche gibt es meistens guten Loot. Ja, da waren vorhin, musst aufpassen, da standen jede Menge Viecher vor der Haustür. Auch ein fliegendes Vieh. Ja, die sind halt richtig böse. Also ohne Schusswaffe kannst du es vergessen. Aber die fliegen nicht in Gebäude rein. Die baggen manchmal in Gebäude rein. Mhm. Aber... Ach nee. Da hinten ist so ein Kreischer. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Oh, und da vorne ist noch ein Rucksack. Den haben wir nicht aufgemacht. Warte mal. Wo ist ein Rucksack? Hier oben. Was sehe ich denn? Ach, ist das nur eine Schaufel? Und eine Zigarette? Pickup-Schaufel, ja. Eine Schaufel ist da. Und Zigaretten. Komm, die Kippen nehme ich mit hier. Geht nicht. Komme ich nicht ran. Doch, ist okay. Die Schaufel kann ich eindeutig noch diesen Blick für die Gegenstände. Ja. Das ist aber, wenn du Spiele noch nicht so kennst, dann ist das so, oder? Also das ist ganz normal. Ich hinten ist einer. Also ja, wir gehen jetzt hier auch irgendwo weiter. Ich glaube, da lang wollen wir nicht. Wir müssen gucken. Da hinten ist auch so ein Flattermann. So ja, das ist nicht so schön. Die sind echt ein bisschen lästig, die scheiß Fliegeviecher. Ja, ne? Cool. Du stehst bis zu den Knien im Fußboden. Ja, das ist, also mich wundert das auch tatsächlich, dass sie das immer noch nicht auf die Kette gebracht haben. Da vorne ist irgendwas. Es wirkt alles so, wie wenn du irgendwie so weit unten wärst. Ja. Wenn du kriechen würdest, gell, oder crouchen. Rechts ist einer, gell? Ah, das sieht aber cool aus jetzt, so mit dem Schein von der Sonne. Ja, Sonne? Ich hab keine Sonne. Oder? Naja, doch die Strahlen, ne? Von der Sonne, die da so durch. Mhm. Hä? Das habe ich gar nicht. Das sehe ich überhaupt nicht. Bayer sieht nichts hier. Guck mal, hier geht's rein in die U-Bahn. Vielleicht bin ich selber schuld. Ich habe alles auf Ultra gestellt. wahrscheinlich ist es mein Fehler. So. Ah, das ist cool. Boah, ist hier finster. Ja, ist halt U-Bahn-Schacht, ne? Aber jetzt, hier können wir mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Oftmals findet man in den U-Bahn-Schächten ganz gut was. Und wenn man unterwegs ist, gerade, ich bin ja manchmal auch alleine, habe ich ja alleine gespielt, ne? Bin ich gerne durch die U-Bahn-Schächte gegangen, weil du hast zwar hier auch Viecher, aber nicht so viele. Und Gegenspieler hast du auch eher selten. Also, das ist schon ganz cool. Guck mal, hier laufen die Ratten rum. Works. Ja, Mahlzeit. Ah, ja. Ach, da hinten? Ja. Guck hier, mein Gott, süß. Schaut aus wie ein Maulwurf. Aber die hacken? Nee, ich glaube nicht. Aber pass auf, ich stehe da. Mich könntest du nämlich hacken. Und ich habe auch Gefühle. Brav, wie er ist, hat gerade einen Fahrschein gelöst. Ja, meinst du, da kommt jetzt noch ein Zug, der dich mitnehmen kann? Ich hege da so meine Zweifel. Na, hier liegt doch, das ist der Zug in die Freiheit. Oh je. Ach ja, das wäre schön. Ne? Komm, es kommt kein Zug nach irgendwo. Hier liegt doch der Loot schon rum. Guck mal, hier könnt ihr doch trinken schon mal einsammeln. Da unten liegt Romex. Auch noch. Oh ja, da liegt schon einiges. Hier Chips oder sowas, glaube ich, oder? Chips sind das. Du kriegst hier den Energy Drink. Okay. Ah, das ist schon cool. Da hinten ist einer. Da oben liegt auch noch was. Da ist was liegen geblieben. Also vor, dann hinter Damakasch ist... Was ist da? Dann,
Ah, da ist so ein Kreischer. Ja, pass auf, ich hab Schusswaffe. Moment. Mich mal vorsorglich geduckt. Da kann man ja auch, gell? Warum stirbt er nicht? Was ist los? Ich habe jetzt aber nicht geschossen. Ich habe keinen Schuss gehört. Ich auch nicht. Aber ich habe geschossen. Ich bin auf den los. Ich laufe aber doch, oder? Nö. Du stehst. Und nein, sag nicht, mein Spiel ist abgeschmiert. Ich glaube, ich sehe euch auch gar nicht mehr. Ist ja geil. Wo bin ich denn? Oder wir sind alle abgeschmiert. Ich kann mich bewegen. Wo bist du? Ja, ich bewege mich ja bei mir auch, aber ich sehe euch gar nicht mehr. Eifir, wo bist du? Ich sehe dich, Bayerwald. Du bist da. Oder ist meins abgeschmiert? Aber ich höre laufende Schritte irgendwie. Ja, ich crouch hier rum. Ach, du crouch. Bei mir stehst du. Bei mir läuft Bayerwald am Stand. Ist ja cool. Ich kann auch die Waffe nicht wechseln oder so. Na, ist ja geil. Du stehst ja einfach alles sinnlos. Vielleicht hat das Server gerade generell etwas. Ach Mensch, was denn los? Das geht so nicht. Also an unserer Verbindung kann es, glaube ich, nicht scheitern. Sonst würden wir uns auch... Das würde im TS auch, genau. Hm? Das denke ich auch, ja. Weil Ify ist auch nicht mehr da bei mir. Der war doch vorhin da hinten. Du, ich stehe gerade direkt vor dir und schau dir beim Laufen am Stand zu. Aber ich sehe Ify auch nicht. Ich sehe nur Bayer, aber Bayer aber steht bei mir. Aber Ify ist auf der Karte auf jeden Fall noch. Das ist ja verrückt. Irgendwas haut hier doch wirklich nicht hin. Okay. Ich muss hier mal was konsumen. Ja, konsum du mal was. Meinst du, dann wird's besser? Warum frisst der jetzt nichts mehr? Vielleicht sollte ich uns reloggen. Ja, ich glaube, reloggen wäre eine ganz gute Idee. Okay, dann machen wir hier einen Schnitt und sehen uns gleich wieder. Ja, und sehen uns gleich wieder, würde ich auch sagen. Mhm. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir jetzt nach einem kurzen Schnitt. Irgendwie ist der Server uns abhanden gekommen, auf dem wir gespielt haben. Einfach weg. Also das ist schon der Knaller, weißt du, wir haben es geschafft, wir bringen hier die, das gibt schon so wenig Server, aber wir machen selbst die noch kaputt. Genau, und jetzt sind wir natürlich getrennt, Damakash ist am Arsch der Welt, ich bin in der Mitte der Welt und Alfie ist vorne am Schniepel der Welt. Genau. Also wunderbar verteilt. Ich bin am Strand, cool, da gibt es einen Strand. Ja, das ist auch cool. Am coolsten ist auch, ich hoffe, wir finden noch so eine Paraglider, ey, das macht so einen Spaß, von den Häusern zu springen. Du kannst richtig von Hausdach zu Hausdach fliegen. Das macht Spaß, das ist total cool. Also du sagst, crouchen ist ganz sicher, weil da hören mich die nicht. Ja, das ist wirklich wesentlich besser, wenn du das machst. Dann crouche ich jetzt einfach mal sinnlos rum. Ich meine, Küsschen würde ich denen im Vorbeigehen natürlich nicht geben, ja, klar. Aber im Großen und Ganzen ist es sicherer als zu rennen. Ich habe eine Smith & Wesson bekommen. Yay, cool. Hab ich da. Ach so, denkt dran, dass ihr eure, das ist ein bisschen doof. Eure Sachen, die ihr gefunden habt, die habt ihr zwar noch, ne, wenn ihr I drückt, aber das ist nicht mehr in den Quickslots. Das müsst ihr da wieder neu reinmachen. Das ist total doof. Ich hab keine Quickslots mehr. Hast keine mehr frei? Hast schon alles gefunden wieder? Ich hab, kann ich in die rein tun gleich wieder? Also du kannst. Was ist da hinten denn los? Ach, das ist nur... Oh Gott, und da baumeln die Leichen, ey. Wie eklig ist das denn? Wenn ich auf I gehe, sehe ich keinen Quickslot mehr. Ich habe Sidearm. Nee, das siehst du auch nicht. Das stimmt. Aber du kannst auf dann zum Beispiel auf deinem Bromax mit rechts und dann kannst du auswählen, auf welchem Quickslot du Equip, Unload und Drop kann ich mit der Waffe. Ja, weil das kommt ja nicht in den Quickslot, sondern das Bromax oder ein Energy-Riegel oder so. Die Waffe, die kommt ja oben in deinen Waffenslot. Genau. Ach so. Ach Gott, ich hier. Gut, Waffenslot, wie kann ich die Waffenslots eigentlich wechseln? Aha, gut, okay, hat sich gerade erledigt. Ah, das mit dem Crouchen funktioniert echt prächtig im Moment. Ja, ich habe hier 12 von 0, das heißt, ich habe 12 Schuss in der Knarre drin, oder? Ja, genau. Gut, dann gehe ich mal hier. Ich weiß, was da draußen ist, so ein Fliegefuzzi und noch irgendwas anderes. Ja, ich bin jetzt auch hier. Ich habe zwei so eine Fliegeviecher gesehen. Da habe ich mich jetzt auch so mehr oder weniger geschickt dran vorbeigeschlichen. Ich guck gerade mal. Nee, ich bin ja noch ganz oben. Aber es funktioniert. Hier ist eine Küchenschabe. Mach sie kaputt. Kakerlake. Keine Macht den Kakerlaken. Oh. Die überleben alles. Der hat mich gesehen. Der kleine Drecksack. Was, die Kakerlake? Nein. Account Level in Crest Level 0. Ach so, dann ist dein Account Level ist da. Okay.
Hast du. Upsala. Ach so, das ist Westview. Das ist der Outpost hier. Ah, okay. Alles klar. Weil der hat mich jetzt gerade angegriffen, obwohl ich gecrouched bin. So viel zum Thema Crouchen. Doch, also das hier ist schon besser mit dem Crouchen. Also alle Viecher wirst du sicherlich nicht los. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es besser, als Randale zu machen. Also das geht hier schon ganz gut. Aber wenn ich so ein Fliegeviech habe, sollte ich nicht unbedingt aufs Dach, oder? Nee, dann solltest du nach Möglichkeit in ein Haus. Da bin ich eh das macht dann drin. Mehr Sinn. Ne? Also es macht auch im Normalfall mehr Sinn, durch die Häuser zu gehen, in der Hoffnung, dass man irgendwas findet. Ne? Ich meine, ich finde hier jetzt nichts außer leere Ketchupflaschen, aber man kann halt auch nicht alles haben. Hier ist alles zu. Ach scheiße, da geht's nicht raus, ey, Mann. Okay, also ich bin echt auf alle Fälle sind andere Spieler auf der Karte aktiv. Man konnte gerade unten lesen, die und die haben was gecaptured. Ja. Was bist du? Ich bin so fasziniert im Moment, dort wo ich herumgehe, unter irgendeiner Autobahnbrücke ist es und die ganzen Autos alle total kaputt verlassen, wie wenn irgendwie gerade alles untergegangen wäre. Genau, stehen gelassen wurde und alle geflüchtet sind oder so. Das, das Einzige, was hier noch schick ist, ist die Tanke. Ja, immerhin, ne? Also das ist schon wirklich, ich finde es auch so stimmungsvoll. Ich finde es echt total schade, dass die das Spiel so haben kaputt machen lassen. Das ist ja immer auch eine Sache der Entwickler, ja, die das nicht von Anfang an extrem unterbunden haben. Ich finde es, die machen das bei H1Z1, machen sie es halt gut, ne? Dass dann da geschrieben wird, hier der und der wurde wegen Cheating gebannt. Und genau. Na, also das ist schon, das finde ich schon echt cool. Das haben die hier einfach, die haben es versaut. Als ich aufgehört habe vor einem Jahr wegen dem Gecheate, weil es mir echt so sehr, irgendwann geht es dir halt auf den Zeiger, ja? Da waren die Server ja voll und dann, wenn du keine 3 Schritte gehen kannst, ohne umgecheatet zu werden, dann kriegst du einfach das Kotzen. Ja. Jetzt ist ja keiner drauf, wenn man überlegt. Und jetzt ist keiner mehr da. Wir sind auf dem Server, da spielen gerade 8 Leute. Insgesamt, glaube ich, auf allen Servern sind 20. Ja, weil deswegen jetzt, passiert wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Also ich denke mal, für uns, für den Anfang ist es, also für, vor allem für Bayer und mich ist es momentan noch gut so. Dass du, ich finde das auch grundsätzlich gar nicht so schlimm. Also, weil du hier, das Spiel lebt einfach viel von der Atmosphäre und die ist auch da, wenn andere Spieler nicht da sind. Ich camp gerade mal. So, ich guck mal auf meine Map hier. Ja, jetzt hier. Muss ich da. Da hast du eine Querstraße jetzt, und dann kommst du eh fast bei mir raus. Ja, genau, ich bin noch oben, oberhalb von so einer, auf den Gleisen. Weißt du, von Ach so, hier. Ja, ich sehe es. Straßenbahn. Gut, die Machete ist echt gut. Die Machete ist gut. Also, kann schon sagen, die hat schon ein bisschen Wumms dahinter. Also, meine Axt ist auch gut. Ich habe den vorhin richtig zerlegt. Aber du kannst es nicht irgendwas craften aus dem Rotz, gell? Du kannst aus den verschiedenen Sachen, du brauchst immer verschiedene Gegenstände. Da musst du dann nachher bei Lakeside vielleicht mal in der Aufnahmepause in Ruhe die ganzen verschiedenen Shops und so durchgucken. Und dann siehst du schon, was Ach, du ich da kann auch nur in der Safe Zone Sachen hier in den Schrank und sowas schmeißen. Genau, ja. Oh, ich habe Pillen gefunden. Cool. Zwissel. Nee, aber das ist Medi. Zwissel. Zwissel ist mein Ding. Ich hab mich hier. Cool, du kannst dich hier voll in die Mülleimer reinsetzen, in die Mülltüten. So, warte, jetzt gucke ich, wo bin ich? Da, also muss ich da lang. Okay. Wobei, ich sag mal, alles die klar. Grafik der Mülltüten, die hätte man auch. Die Texturen. Da fehlen die Texturen noch, ne? Ja. Ja, okay, ich sag mal, wenn du sagst, du hast das Ding vor einem Jahr gespielt, dann würde ich mal behaupten, da wird nicht mehr großartig was gemacht dran. Es wird in dem Spiel, nein, es wird auch wahrscheinlich in dem Spiel nichts mehr passieren. Ich habe das ja tatsächlich, also das muss ich jetzt auch meinen Abonnenten ganz kurz erzählen. Ich habe tatsächlich, das Spiel wollte ich eigentlich nur streamen, aber dann habe ich eingeloggt und habe gedacht, scheiße, nein, das ist einfach so geil, das musst du aufnehmen. Und dann ist es egal, weißt, dann haben sie halt nichts gemacht, ist auch gar wurscht. Ich habe gerade irgendwas durchsucht und habe dann ein Level bekommen dazu. Hier steht aber gar nichts. Jetzt habe ich Level 7. Liegt da vielleicht irgendwas auf dem Fußboden rum oder so, Level was du 8. übersehen hast? Ich cheat mich gerade hier, glaube ich, hinter den Mülleimern zu Tode, weil ich bin jetzt gerade Level 8.
Level 8 ist er geworden, vom neben dem Mülleimer sitzen. Ist ja geil, ey. Was ist das denn für ein Level an? Was für Skills hast denn du? Mülleimer checken, oder? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Also ist ganz seltsam. Aber du könntest deine Punkte verteilen, wenn du hier rumsitzt. Vielleicht habe ich auch die Punkte bekommen, weil ich meine Punkte während des Spiels verteilt habe. Meinst du, da gibt es dann extra Punkte? Oh, hier liegt ein kaputtes Klavier, das ist nicht schön. Übrigens ist das einzige Spiel, was ich kenne, wo es Kinderleichen gibt. Oh, es ist gemein. Das ist das einzige Spiel, was ich kenne, als ich die erste Kinderleiche gesehen habe in so einem Buggy, ne? Ich war total schockiert. Das ist heftig, ohne ja? Scheiß. Ich habe gedacht, ach du meine Güte. Ich meine, das ist schon realistisch, ne? Ganz ja, ohne Frage. Ja, der Mitternimmt dann schon anders, ja? Aber da habe ich gedacht, ach du meine Güte. Was sind denn eigentlich die roten Streifen und die grünen und die gelben, die blauen auf der Map? Die neben... Warte. Oh, ich bin zu dick. Ach so, das sind da diese... Das sind die U-Bahn-Stationen. Das sind die verschiedenen U-Bahnen. Da kannst du gucken, von wo nach wo du laufen kannst, weißt du? Ach so. Aha. So, ich bin jetzt bei Wallpay. Warte. Ich sitze, siehst ja wo. Hier, wenn du dahinter kommst, links ist irgendwie ein Gebäude. So über die Straße, da hocke ich drin. Ja, warte, ich plündere noch eben den Essensautomat hier. Hier gibt's was zu essen. Ich kann hier gerade nichts plündern. Ich habe nur Müll. Ein Energy-Riegel gab's hier. So, was gibt's denn hier sonst noch Schönes? Ja, hier ist auch so viel Müll und Zeug. Jetzt will ich mal den vergammeltes Müllhaufen. Essen in der Truhe. Na, da kriege ich keine XP mehr in den Müllhaufen. Na, das ist ja doof. Da würde ich mich gleich mal gleich ein Ticket. Also ich Ticket müsste haben. Eigentlich auch bald bei euch sein. So, die Folge ist übrigens so gut wie zu Ende. Juhu. Ich glaube, wenn wir uns jetzt noch treffen, dann können wir die Folge beenden. Muss wir sind ja fast bei mir nur jetzt. Vorsichtig sein, weil da ganz schön viele Nether herumlaufen. Ach, du bist hier unten, ja? Damakasch ist gleich da. Ich müsste eigentlich ich bin auch fast gleich da sein. Und du musst noch übers Wasser. Genau, über die. Da ist so eine Brücke, ist da. Alfie muss noch übers Wasser. Genau. Also, ich setze mich hier jetzt an die Bushaltestelle und warte auf den Bus. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich müsste eigentlich gleich geschafft haben. Also ich könnte sprinten, dann schleppe ich aber garantiert so ein kleines Monster mit. Na dann lauf langsam und genüsslich hier. Wir haben es doch nicht eilig. Ich camp. Das mache ich auch bei H1Z1 Battle Royale. Das kann ich super campen. Also, es hat sich aber tatsächlich, haben die noch ein bisschen was getan. Mir fällt gerade auf, du siehst, Bayer, kannst du den Pfeiler an der Brücke sehen? Ja. Da ist doch diese Brücke und da weht doch diese Fahne, ne? Ja, die sehe ich jetzt gerade nicht. Aber die, glaube ich, habe ich vorhin gesehen. Bei mir sind gerade so Fahnen. Ja, das ist, dass die sich so bewegen und so rumwehen, das war tatsächlich von dem Jahr, glaube ich, noch nicht. Und das sieht auch wirklich gut aus. Ach, die Fahne. So ein Kreuz ist bei mir da. Ja. Alter, wenn immer dieses Geräusch von den Nessern, dann komm her, du Drecksmisti, ey. So, gleich bin ich auf der Brücke. So, ja, hast dich einmal mich getroffen, du Mistvieh, ey. Ah. Ja, blocken FTW, echt wahr. So. Wie blocken wir denn? Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich bin gleich da. Ah, ich sehe Bayerwald, okay. Da kommt jemand ja, mit einer cool. roten Kappe. Oh, ja, ich habe ja auch noch. Ich habe ja auch noch eine Pink. Ich habe ja was Pinkes sogar, ne? Aber oh, guck mal, das ist so da, auffällig. Da ist der Müllhaufen. Guck hier, das ist mein Müllhaufen. Ach, das ist der magische Müllhaufen. Das ist der magische XP-Müllhaufen hier. So war ich gesessen okay. Und dann kamen die XP geflogen. Okay, dann ab in den magischen Müllhaufen. Ein Eifier. Juhu! Ein Eifier, komm in unseren magischen Müllhaufen! Nein. Stärken wir Level! Jura! Ja, bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Ciao.